einen wunderschönen, ja, was sagt man, guten Nachmittag zusammen. Wir sind hier heute für zwei Ereignisse zu feiern. Einmal die Ausstellung, die Vernissage von Zustand. Dazu werde ich jetzt gleich ein, zwei Sätze sagen, kurze Sätze. Dann sind wir hier zu unserer 50-jährigen Bestehensfeier, zum 50-jährigen Jubiläum des BBK Bonn-Rhein-Sieg. Da wird Rainer Lehmann, erster Vorsitzender des BBK, dann im Anschluss zur Historie, zum BBK als solchen und überhaupt sprechen. Ich bin der Georg Schnitzler, die meisten kennen mich auch, zweiter Vorsitzender des BBK, in der Regel zuständig für Ausstellungsprojekte bei uns im Haus, und deswegen begrüße ich Sie jetzt auch zunächst einmal in der Ausstellung Zustand, der zweite Teil der Trilogie Zeit, Zustand, Mensch. Georg hat ein bisschen was über die Ausstellung gesagt. Ich möchte angesichts des 50-jährigen Jubiläums des BBK Bonn-Rhein-Sieg natürlich den Blick ein wenig weiten auf unseren Standort. Im Kontext der Ausstellung ist der Blick auf eine Welt, deren Wertgefüge in Auflösung scheint. Eine Gesellschaft, die Antworten auf existenzielle Fragen finden muss, dabei jedoch eher von ihren Egoismen getrieben scheint, statt von der Erkenntnis, eine Lösung auf die globalen gesellschaftlichen Herausforderungen in Kooperation zu finden. Im Kontext des 50-jährigen Bestehens des BBK Bonn-Rhein-Siegs ist die Standortbestimmung ein kritischer Blick auf uns selbst. Der BBK ist aus der Erkenntnis entstanden, dass man nur mit einer starken, im Verband vereinte Stimme gemeinsam unsere Interessen gegenüber Politik und Wirtschaft vertreten kann. Und genau das tut der BBK. Natürlich ist die Einrichtung der Künstlersozialkasse als einer der größten Erfolge des frühen BBK zu nennen. Es ist die Verwertungsgesellschaft Bildkunst und die Entwicklung des Urheberrechts zu nennen. Der BBK ist aktiver Kooperationspartner in zahlreichen Kulturnetzwerken, dem Deutschen Kulturrat, der Deutsche Kunstrat, die Allianz Freie Künste, Initiative Ausstellungsvergütung, Stiftung Kunstfonds, Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste und viele, viele mehr. Die Realität des Berufsbildes als freischaffende Künstlerin ist ein fragiles Gebilde, das auf zahlreichen Säulen ruht und an denen an allen Ecken permanent kräftig geschraubt, gehämmert und gesägt wird und das nur allzu leicht zum Einsturz gebracht werden kann. Der BBK-Bundesverband führt regelmäßig eine Studie zur Einkommenssituation von Berufskünstlerinnen durch, die immer wieder belegt, dass ein hoher Anteil von Kolleginnen und Kollegen notorisch am Existenzminimum leben muss. Musik.
Wir haben Geburtstag und das Geburtstagskind darf sich hoffentlich auch mal was wünschen. Und daher möchte ich an dieser Stelle dann doch gerne auch noch ein paar Wünsche an die Bonner Kulturpolitik richten. Wie wäre es zum Beispiel mit der Anerkennung der Leitfäden des BBK für Honorare und Vergütungen und deren Aufnahme in die aktuellen lokalen Förderrichtlinien für Kunst und Kultur? Ein weiterer Wunsch, nein, eine Forderung, ist die paritätische Besetzung der Kunstkommission, um endlich eine demokratisch legitimierte Vertretung der Künstlerschaft in diesem Gremium herbeizuführen. Der BBK Bonn-Rhein-Sieg ist 50 Jahre, aber er hat seine Vitalität nicht verloren. Wir sind kein bisschen altersmüde und noch schon gar nicht altersmilde.